Ich möchte jetzt zeigen, wie man hier Formen, geometrische Formen, wie zum Beispiel Pfeile und Linien einfügen könnte. Da muss man erstmal auf Nummer sicher gehen und schauen, ob auch die Symbolleisten eingeblendet sind, mit denen, deren Hilfe man eben malen kann. Man geht hier auf Ansicht Symbolleisten und man schaut, dass hier das Hackerl bei Zeichnen gesetzt ist. Dann ist auch tatsächlich unten eine Leiste erkennbar. Und hier kann man dann sich bestimmte Dinge dann aussuchen, die man hereinzeichnen könnte, wie zum Beispiel ein Rechteck. Das überlagert dann einen Text. Aber für unseren Zweck wird es jetzt ist es sicherlich sinnvoller, jetzt hier zum Beispiel Pfeile dann zu zeichnen. Das wäre dann so einer zum Beispiel, wenn ich hier auf etwas hinweisen möchte, kann ich das so machen. Ich kann dann auch gleichzeitig hier oben wird das dann eingeblendet, die Farbe zum Beispiel verändern. Ich könnte Blau-Grau wählen, ich kann die Größe verändern und so weiter. Wenn ich nur ganz einfache Pfeile verändern möchte, kann ich hier zum Beispiel eine Linie zum Beispiel aussuchen. Man kann dann hier heraufgehen und könnte hier zum Beispiel die Linienart dann dementsprechend dann verändern. Und in der Art und Weise kann man sich dann hier unten die entsprechenden ja, Symbole aussuchen und kann die dann, hat eine große Auswahl, kann die dann ganz gezielt dann hier einsetzen und damit dann den Text noch deutlicher machen und noch mehr Hinweise dann geben.